Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal kein ASMR-Video, sondern nehme ich euch mit, so quasi hinter den Behind the Scenes, nennt man das so. Ja, hinter den Kulissen zeige ich euch heute mal meinen Ablauf, wie ich so ein Video drehe. Das wurde nämlich ganz, ganz oft nachgefragt und heute drehe ich ein Video. Also dachte ich, mache ich das einfach mal. Es ist jetzt kurz nach 8 oder sogar schon kurz nach vor 8:30. So. Wie man sieht, sehe ich sehr, sehr fertig aus. Ich war gerade duschen, habe meine Haare jetzt ein bisschen geföhnt und werde mich dann so langsam fertig machen fürs Video drehen. Ich muss jetzt aber noch Haushalt machen. Das Kinderzimmer von meinem Sohn aufräumen, denn da drehe ich immer die Videos und ich nehme euch einfach mal mit, damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt, wie das denn bei uns so abläuft. Ja, jetzt ist es wie gesagt kurz vor 8:30, hier schläft schon alles, auch mein Freund, denn er ist schon fertig, beziehungsweise kaputt von der Arbeit. Das trifft sich dann immer gut, damit ich in Ruhe meine Videos drehen kann. Und jetzt geht's dann einfach gleich mal los und viel Spaß. So, es ist jetzt 21.30 Uhr und wie man sieht, ist die Vollendung, nein, die Verwandlung abgeschlossen. So nennt es halt immer mein Freund. Aber wo er recht hat, hat er recht. Ich habe jetzt, während ich mich fertig gemacht habe, den Stream, oh, da leuchtet die Lampe, was war das? Den Stream von Janina ein bisschen mitverfolgt und ich bekomme sehr oft Nachrichten und Fragen, was denn jetzt zwischen uns war. Ich kann eigentlich nur so viel sagen, dass wir das jetzt geklärt haben. Und ja, es gab halt sehr, sehr viele Missverständnisse. Wir haben uns untereinander einfach voll verstanden. Und wir haben einfach gemerkt, dass man ja sowas einfach nicht so öffentlich austragen sollte. Und das war uns eine Lehre. Und das wird euch nicht mehr vorkommen. Und ich muss jetzt sagen, diesen Stream, den sie heute hat, wo Leute ihr Stories schicken können, wo sie über die Probleme reden, finde ich echt eine klasse Sache. Ich glaube, sie hilft auch vielen damit. Und ja, das wollte ich euch jetzt einfach mal kurz zu dem Thema sagen. Ich werde jetzt alles mal herräumen und euch dann mein Equipment und alles zeigen. Wir haben es jetzt schon kurz, oder es ist schon, ich muss mal schauen, ja, es ist schon nach 10 Uhr. Und ich kann erst jetzt anfangen zu drehen. Aber meine Tochter war gerade wach und das hat Ewigkeiten gedauert, bis sie wieder eingeschlafen ist. Und drückt mir die Daumen, dass sie ja nicht mehr aufwacht. Weil solche Unterbrechungen dauern oftmals bis zu 20 Minuten oder länger. Und das ist dann sehr, sehr nervig, wenn man gerade beim Videodrehen ist und dann ja nicht weitermachen kann. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal so einen kleinen Rundumblick, damit ihr seht, wie ich das hier alles so mache. Es ist jetzt total finster und man sieht nicht viel wegen der Lampe, aber wir sind gerade im Zimmer von meinem Sohn und ich habe hier mal wieder alles auf den Kopf gestellt, damit ich mein ganzes Equipment unterbekomme. Hier ist der Laptop, das Licht, der Mikrofonständer oder das Mikro, dann das Stativ und hier habe ich den heutigen Hintergrund aufgebaut. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das alles so klappen wird, wie ich mir das vorgenommen habe. Und wahrscheinlich fragt sich jetzt auch der ein oder andere, wo mein Sohn ist, wenn ich hier in so einem Zimmer drehe. Der schläft im Schlafzimmer. Also er schläft eigentlich generell jede Nacht dort. Und hier ist der einzige leise Raum, denn im Wohnzimmer ist unsere Heizung total laut und das wird einfach nicht klappen. Das sind solche Störgeräusche, die das alles hier vermiesen würden. Aber, ich zeige euch noch
schnell die Gegenstände, um die es sich heute handeln wird, das Video. Also wenn ihr dieses Video hier seht, habt ihr dieses hoffentlich schon gesehen. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt dann mal gleich starten. Und ich muss jetzt auch alles erst einrichten. Und es dauert auch immer eine Ewigkeit, bis ich das alles gemacht habe. Und ja, ich trage eine Pyjama-Hose, falls das wen interessiert. So, es ist jetzt 22.45 Uhr und ich bin fertig mit dem Drehen. Es gab soweit wirklich keine Unterbrechungen, nur einmal ein Zug. Yay! Meine Tochter hat geschlafen, das ist super. Ich werde das Video jetzt mal schneiden, also die Speicherkarte rausmachen und in den Laptop machen und hoffen, dass alles in Ordnung gegangen ist, dass das Licht passt, der Fokus passt, denn da gab es schon oft Probleme und da musste man das nochmal machen, aber ich bin guter Dünger und hoffe, dass das klappen wird. Es ist jetzt, könnt ihr das sehen? 23.32 Uhr und ich bin gerade fertig geworden mit dem Schneiden. Ja, ich werde das jetzt noch rendern, also abspeichern, und ich glaube, ich werde dann hier das Chaos beseitigen. Ich bin jetzt echt schon müde. Ja, mich dann glaube ich abschminken und fürs Bett fertig machen und den Rest dann morgen machen, also das Video hochladen, Thumbnail erstellen, Infobox schreiben. Ja, das nimmt dann nochmal zusammen mit dem Hochladen so 1,5 Stunden in Anspruch. Und ja, so läuft das bei mir ab. Also, ich wollte euch einfach mal so einen kleinen Einblick geben und euch zeigen, dass so ein ASMR-Video, wie soll ich sagen, keine 0815-Sache ist. Viele sagen ja oft oder meinen, ach, man setzt sich einfach hin, flüstert ein bisschen in die Kamera und das war's. Nie, ist nicht so. Ich mache das aber sehr, sehr gerne. Und habe meinen Spaß dabei und das ist definitiv das Wichtigste. Aber es ist definitiv sehr, sehr zeitaufwendig und ja, auch mit Arbeit verbunden, die ich aber sehr gerne mache. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr viel mehr zu erzählen, glaube ich. Nee. Ja, wir sehen uns dann zum nächsten Video und bis bald, ihr Lieben.